Taugt die Business-Idee wirklich etwas? Das ist eine Business-Idee, die kann jeder von zu Hause aus heute machen, Geld damit verdienen, ohne Vorkenntnisse, ohne Studium, ohne Ausbildung. Jeder von zu Hause, okay, wir merken uns das, oder? Ohne gar nichts. Ich kenne viele crazy Frauen, die wären bestens dafür geeignet, ganz einfach zu Hause rumzusitzen. Okay, Frauen Onlyfans? Machen wir Onlyfans oder was machen wir? Im Bett sich Gedanken zu machen und damit Geld zu verdienen. Und die Idee ist, du überlegst dir Namen für neue Unternehmen. Okay, neue Namen für... speichere das Video, um die Geschäftsideen nicht zu verpassen, also wenn du die mal brauchst. Die sagen, ich möchte in der Technologiebranche starten, ich möchte eine Webseite dafür machen, ich möchte dieses Produkt raushauen und so weiter und so fort. Dann sagst du, hey, gib mir eine Woche, gib mir zwei Wochen, ich melde mich und dann habe ich ein paar Namensvorschläge für dich. Und je mehr coole Namen du... Okay, bei den Namen ist es so, du musst rechtliche Sachen überprüfen, auf jeden Fall. Hey, gibt's diesen Namen schon? Ist der beim Markenamt eingetragen? Und ist der Markenname in Deutschland geschützt, in Amerika? Was möchte das Unternehmen? Ist das vielleicht in einer anderen Sprache ein Schimpfwort? Ist das vielleicht ein cooler Name in der deutschen Sprache? Aber wenn man dann in Frankreich schaut, ist es auf einmal etwas Böses oder so. Das musst du alles wissen. Verletzt du Markenrecht in Frankreich oder so? Gibt es da schon etwas? Ah, das ist schon ein bisschen kritisch. Da musst du schon ein bisschen mehr drauf haben. Du über die Zeit entwickelt hast, je cooler deine Referenzen sind, desto mehr Leute werden dich buchen, desto mehr kannst du nehmen. Das ist aber immer so, ne? Umso cooler deine Referenzen sind, umso mehr Kohle verdienst du auch. Und lass gerne ein Abo da. Weiter und fort. Dann machst du einen TikTok-Account, erklärst dann, wie du diesen Gestaltungsprozess hast, über was du nachdenkst und so weiter und fort. Machst eine Webseite, Kontaktformular, erhöhst deinen Stundenlohn und später kannst du sogar damit Millionär werden, von zu Hause im Bett ausliegen und dir Namen überlegen. Naja, ein bisschen schwieriger ist es schon, ne? Also, wie findet ihr Geschäftsidee? Schreibt mal in den Kommentaren. Ich glaube, das ist für die wenigsten geeignet, oder?